Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Checkt auch gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Lasst dort gerne ein Follow da. Da werden wir heute die Solo Hype Nights spielen ab 18 Uhr. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Und by the way, warum steht hier Level 1 Kapitel gar nicht vorhanden und Season 0 GG, wenn Fortnite einfach das nicht aktualisiert? Ich denke, das ist aber nur ein Bug. Und dann haben wir hier heute den Gunskin, passend zum chinesischen Neujahr. Es sind ja jetzt auch die Flaschenraketen drin, aber wird nicht angezeigt. Ehrenwert. Aber auf jeden Fall könnt ihr die Flaschenraketen wieder finden. Ich habe die zwar noch nie gefunden, aber sollen anscheinend im Spiel drin sein. Wie gesagt, wir haben einmal den Gunskin in Gelb und Standard. Dann haben wir dazu die Zerstörungswelle als Spitzhacke in Standard und auch Gelb. Sieht eigentlich ganz cool aus in einer gelben Variante. Dann haben wir noch etwas weiteres. Und zwar den Guan Yu Skin. Der war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Shop drin. Der hat einen Standardstil unter den Drachenstil. Und der Drachenstil muss irgendwann reingekommen sein, weil ich den wirklich noch nie gesehen habe, den Drachenstil von dem Skin. Aber ich denke mal, dass der jetzt vielleicht mit dem letzten Update reingekommen ist, da er zwischendurch auch nur sehr selten im Shop war. Dann haben wir dazu die Guan Dao Spitzhacken. Einmal in Standard und auch wieder in der Drachenvariante. Finde ich, sieht auch sehr, sehr nice aus. Dann haben wir eben halt auch nochmal passend zum chinesischen Neujahr den Baukumpel. In vier verschiedenen Varianten. Einmal Schweinvariante, Rind, vegetarisch und Kanile. Dann dazu die Knüdelkelle. Als nächstes haben wir den Feuerläufer. Passend ja auch so ein bisschen zum chinesischen. Rote Verteidigerin mit dem Kopfbedeckungsstil auch noch, der eher wie so ein Weihnachtsskin aussieht. Dann haben wir Saxophon Groove. Hört ihr so die ganze Zeit im Background. Muss ich also nicht abspielen. Dann haben wir Zornesschlag als Spitzhacke. Heute auch wieder beide Ikonenreihen-Emotes. Einmal den Poki-Emote. Und den Fortbewegungs-Emote Fischen. GG erstmal der Lag. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.